Leute. Naja, der von Mustafa, von den Kairo Pharaos. Und ja. Ach, der Elfmeter war unberechtigt. Wir machen uns jetzt auf den Weg in den Palast. Betrachte Schild. Krokodile verboten? Der Nil ist doch ein gutes Stück weit weg. Keine Krokodile, kein Spaß, kein... Hallo? Entspricht nicht ganz meinem Stil. Aber trotzdem nehmen wir es mit. Auch wenn es deinem Stil nicht entspricht. Asyl, du modische Asylanten. Mit dem sollte ich mich besser nicht anlegen. Der macht mich sicher mit links fertig. Mit dem sollte ich mich besser nicht anlegen. Halt, der Herr! Keinen Schritt weiter! Sonst betreten Sie unbefugt Privatgelände. Und mein Partner und ich, also wir müssen Sie dann für diese Ordnungswidrigkeit leider zerstückeln. Hört sich hart an, aber wir Wachen des Pharao, die sich vor nichts und niemandem fürchten, kennen leider kein Pardon. So, ihr fürchtet euch vor gar nichts. So, ihr fürchtet euch also vor gar nichts? Fürchten? Wir? Dass ich nicht lache. Es gibt nichts. Absolut gar nichts, was wir fürchten würden. Nicht einmal vor... Oh, Leute, ich habe am Sonntag vor einer Woche, glaube ich, ja, vor einer Woche habe ich den Hobbit angesehen und... Also Smaugs Teil, Hobbit 2 Teil, den zweiten Teil von Hobbit, Smaugs Einöde, die Riesenspinnen, sie sind wirklich krass. Aber wir nehmen die Anspielung auf Monkey Island, nämlich die Monsteraffen. Nicht mal Monsteraffen? Nö, die fürchten wir nicht. Geisterwölfe? Nicht mal Geisterwölfe? Nicht mal unsere kleinen Schwestern fürchten sich vor diesen Kreaturen. Giftfrösche, Giftquallen, Giftschlangen, Indi... Nicht mal Giftschlangen? Also, ich hatte mal einen Cousin, der kannte jemand, der vielleicht Angst gehabt hätte. Aber selbst das halte ich für ein Gerücht. Schleimmeerschweine, Schleimadler? Nicht mal Schleimadler? Kinderkram. Wie gesagt, sind wir völlig furchtlose Ordnungshüter. Noch irgendwelche Fragen? Nach Krokodilen brauche ich euch ja gar nichts erst zu fragen. Nach Krokodilen brauche ich ja dann gar nicht erst zu fragen. Ah! Krokodile! Oh nein, ich muss an dieses fürchterliche Gemetzel denken. Unten am Hafen, als die Flusspiraten angriffen. Und da war dieses Krokodil. Es biss all diese... Arme ab. Seitdem tun wir hier oben unseren Dienst. Weit weg von den Kroko. Also ich will nichts mehr hören von diesen teuflischen Gestalten, klar? Ich möchte nicht mal dran denken, so einem nochmal. Naja, wie auch immer. Ich glaube, sie sollten jetzt besser gehen. Die furchtlosen Wachen müssen ein wenig meditieren. Und erwähnen Sie bloß nicht nochmal dieses schleimige, grüne Ding. Ah, das heißt, die sogenannten furchtlosen Wachen... haben Angst vor kleinen, glitschigen, lustigen Krokodilen. Das ist auch gut zu wissen. Gut. In diesem Bereich kommen wir erst im zweiten Teil rein. Und, ja. Ich habe Zeit, jetzt mal wieder gefunden, ein bisschen was aufzunehmen. Nein, war er nicht. Schweig, Sklave. Die Nars Luxuswaren. Warum war er nicht unberechtigt? Das war mal eine Währung, also, soweit ich weiß. Aber in welchem Land war die Währung Dinar? Diesen Moses kann ich sowieso nicht. Drachme waren im Griechen Dinar. Wirklich? Der gibt andauernd Interviews nach jedem verdammten Spiel. Und dann erzählt er immer, er könne mit Gott reden und so weiter. Och, mir fällt's nicht ein, Leute. Leider. Ich weiß nicht. Er hat etwas Unangenehmes an sich. Ich mach Witze? Guten Tag, der Herr. Interesse an Luxusgütern? Objekten mit Stil? Nach Ihrem Aussehen zu urteilen, eher nein.
Schon mal was zum Kunde König ist? Schon mal was gehört von der Kunde ist König? Schon mal was davon gehört, dass Ladenbesitzer nur nett zu Kunden sind, die so aussehen, als könnten sie auch zahlen? Dieser Kram hier interessiert mich nicht. Ich suche das Besondere. Das Besondere? Sie sollten meine Filiale im unteren Bazar besuchen. Die sagen sogar, dass sie ihn mal in der Wüste erwischt haben, wo er mit Büschen geredet haben soll. Büsche. Und die Filiale im unteren... Ja, ja, ausgerechnet er. ...unteren Bereich. Hallo, der Herr. Dies ist der richtige Ort für die, besonderen Vorlieben. Schmutzige Heftchen? Schmutzige Heftchen? Nein, Okkultes, Artefakte für das Gespräch mit den Göttern. Da fällt mir auf... Moment. Ist das etwa ein Ankh, das du da um den Hals trägst? Ist es gar das Ankh? Also ich dachte eigentlich, es ist ein Flaschenöffner. Flaschenöffner? Ja klar. Für einen Moment dachte ich... Ach, nicht so wichtig. Ich würde den Flaschenöffner in Zahlung nehmen. Sorry, altes Familienerbstück. Sehr alt. Wie du willst. Ich kriege es schon noch. Ich meine, ich kriege schon noch raus, was ich dir Schönes dafür anbieten könnte. Vielleicht kommen wir später ins Geschäft. Ich kenne jeden Winkel dieser Stadt und werde dir sicher noch nützlich sein. Ja klar, Dina. Ach, wie heißt der? Der heißt die Währung. Hupsula, wo ist man jetzt? Und wir sind im unteren Bereich. Geht denn die Dina? Ich weiß, was wir machen müssen. Ihr seht hungrige Katzen und eine fette Olga. Olga. Reden wir erst einmal mit Olga. Oder nein, schauen wir Olga erst einmal an. Hart wie Stein. So eine könnte Gronk gefallen, haha. Wer jetzt nicht weiß, was ich meine, ganz easy, guckt von Gronk mal Harvis neue Augen an und Deponia. Da gibt es so einmal die Doris und der andere fällt mir nicht der Name ein. Aber das sind so zwei Frauen wie dieses Kaliber und Gronk hätte sich auch an der Olga Freude. Kann ich dir helfen? Sechs Chicken Wings mit Süß-Sauersoße. Kleinen Moment, das macht dann 3 Silberstücke. Hast du so viel dabei? Kann ich in Raten zahlen? Nein, aber mit deiner Kairo-Card. Oh, verdammt. Das muss mir jemand geklaut haben. Na, dann kann ich dir auch nicht helfen. Kairo-Card. Also hier bekommen wir die Fischburger, das ist klar, Leute. Aber Vivi, kommen wir an die Fischburger. Eine solide Eisenstange. Ich wüsste nicht, was ich transportieren sollte. Wo sind wir jetzt? Ah, wir sind hier unten. Also Leute, wir bekommen gerade sämtliche Zutaten für die Fischburger zusammen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Hab ich dich! Jetzt haben wir den stinkendsten Fisch und die Stocke nicht mehr. Ist ja eklig. Aber wir gehen mal zum Nil. Und reden wir mit Heike zu Cartoon. Warte, sag nichts. Deine Gedanken sind ein offenes Buch. Du bist von der Prediger Gebührenzentrale und willst meinen letzten Groschen eintreiben. Falsch. Wow, und ich dachte, wir von der PGZ. Wow.
Und ich dachte, wir von der PGZ sind perfekt getarnt. Nein, warte, es ist ganz klar. Du willst mir ein Abonnement für ein Tätowierungsmagazin andrehen. Genau, nur ein Silberstück für ein Jahresabo. Du verkaufst Flaschenöffner für den Verein der anonymen Alkoholiker? Deine Deutungen sind lausig. Na gut, zugegeben. Früher war ich mal ein besserer Weissager. Aber ich bin ja auch Privat- und Unternehmensberater geworden und höre mir jetzt die Probleme anderer Leute an. Das ist viel schöner, denn da muss man nicht viel wissen und wird trotzdem gut bezahlt. Ich habe da ein kleines Problem mit einem Todesfluch. Oh nein, du hast noch kein Problem. Komm wieder, wenn du ein Problem hast. Da unten ist der Stein. Wo ist denn das Ding? Die Schere ist jetzt geschliffen. Sehr schön. Und wir sehen die Drachtefähre. Wir sehen jetzt ein kleines Boot. Ein recht kleines Schiff. Und wir reden mal mit dem Bootsmann. Ein Fährmann, eindeutig. Jo. Ein recht kleines Schiff. Hey Junge, alles klar? Fette Kiste, mein Flitzer, oder? Ist ein echtes Traumschiff, Kollege. Was brauchst du? Was ich brauche? Sex, Drogen und Rock'n'Roll. Was ich brauche? Sex, Drogen und Rock'n'Roll. So. Du willst also das Übliche. Damals, als die Pyramiden gebaut wurden, hast du Stoff an jeder Ecke bekommen. Und ein Mädchen an der nächsten. Dann bist du in die erste Bar gestolpert und hast Lieder gegrölt. Bis die nächste Schicht bei den Pyramiden angefangen hat, Junge. Das waren Zeiten, Junge. Aber heute, Sex, Drogen und Rock'n'Roll. Siehst ja, was passiert ist. Ordentliche Gangster müssen Flusstaxifahrer werden. Also, wo willst du denn hin? Wo kann ich Krokodile finden? Krokodile? Junge, der ganze verdammte Nil ist voll von Krokodilen. Aber ich kann dich zu einer ganz besonders schönen Bucht bringen. Da tanzen die Krokodile Samba für dich die ganze Nacht, wenn du verstehst, was ich meine, Junge. Klar, da will ich hin. Ein Silberstück. Und wie der Blitz legen wir los. Ein Silberstück und los geht's? Kein Problem. Junge, ich wusste gleich, du hast was drauf. Dann lass mal rüberwachsen. So, Leute, wir haben jetzt das Lösung unseres Problems, der Krokodile, gefunden. Aber erst fehlt uns noch eine Kleinigkeit, nämlich. Brötchen für einen Fischburger. So, man kombiniert Salat und stinkenden Fisch. Und wir haben den Fischburger, Leute. Und diesen Fischburger... Und diesen hübschen Fischburger überreichen wir der nächsten Folge. Also, wiederschauen, reingehauen und Servus.